Syndikat. Ein einzigartiges Projekt der CCC Entertainment Group, wo ihr mitwirken dürft und wir sind auch auf euch angewiesen in dem Bereich. Ja, produziert wird das Ganze von ccc-tv.de. Und jetzt seid ihr wahrscheinlich schon ganz gespannt. Wir haben ja schon so ein bisschen Word-to-Mouth-Propaganda gemacht und komme ich mal gleich zum Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Ihr schreibt uns eine Story, die wir dann produzieren bzw. verfilmen werden. Das Ganze im Großraum Göttingen, ja, da wir ja hier nun auch ansässig sind und Göttingen, wie ihr ja alle wisst, eine ziemlich alte und bekannte Filmstadt war. Wir lassen das Ganze mit euch wieder aufleben. Wir geben euch auf der Webseite den Start und mit einer Einleitung, auf die ihr dann aufsetzen könnt. Das heißt, wir haben euch also schon sozusagen die erste Szene in Buchform geschrieben und die werdet ihr weiterführen, bis wir dann das ganze Drehbuch bzw. die gesamte Story zusammen haben und anfangen können, dann von Profis das Drehbuch verfassen zu lassen. Ja, ihr könnt dreimal in der Woche abgeben, das heißt, wir haben montags, mittwochs und freitags ist jeweils um 20 Uhr Abgabeschluss. Das Ganze wird dann immer am Dienstag, donnerstags und samstags veröffentlicht, was dann quasi die Geschichte fortsetzt. Und ihr schreibt das einfach im Word, im Editor oder wo auch immer und macht dann Copy-Paste auf unserer Internetseite. Unter syndikat.ccc-tv.de könnt ihr dann den Text dort reinschreiben und einfach abschicken bzw. rein kopieren. Abschicken und dann gucken wir, welchen wir auswählen, wer dann die Geschichte weiterschreibt. Vor jeder Passage, die dann quasi fortgesetzt wird bei der Geschichte, wird dann auch der Autor kurz genannt und wir münzen das Ganze, wie schon gesagt, zu einem Drehbuch um und werden dann drehen. In Göttingen, um Göttingen und wie auch immer. Wir haben Charaktere vorgegeben, wir haben zwei Stück momentan, die in der Geschichte zu erlesen sind. Wer auf die Website geht, wird dann nochmal sehen, dass wir andere Charaktere vorgefertigt haben, die wir auch nicht sterben lassen wollen, bis wir das zumindest sagen. Das heißt, ihr kriegt dann irgendwann auf der Website das quasi Kreuz oder das X oder irgendeinen Hinweis bei dem Charakter, jetzt darf der über den Jordan gehen. Und dann sind wir gespannt, wie der jeweilige das dann so umschreibt, dass die Person dann wirklich über den Jordan geht. Das ist ein einmaliges Projekt, ja, zum Patent angemeldet. Wir starten das Ganze. Hast du darauf hingewiesen, dass wir maximal 5000 Zeichen Nein. erlauben? 5000 Zeichen sind zwei A4 Seiten. Circa zwei DIN A4 Seiten. Circa zwei A4 Seiten, das heißt, der Editor ist begrenzt auf 5000 Zeichen, die ihr maximal schreiben könnt. Alles drüber hinaus, ja, fasst euch kürzer. Ja, weil schreibt halt einfach zwei Mails. Ja, aber es ist halt eben dann jeweils immer zur Bewertung. Ganze Regeln und den Ablauf und wer ist dabei und wie und schreiben und machen und tun, nehmt ihr dann von der Website auf ccc-tv.de. Das Georg-August-Syndikat ist ein Action-Thriller-Drama-Liebesfilm. Also bitte, bitte, wir meinen das ernst. Ja. Wir lassen das Drehbuch von Profis verfassen und haben auch namhaften internationalen Filmproduzenten, der uns zur Seite steht, das Ganze dann auch mit begleitet bzw. produzieren lässt. Wir wollen in die deutschen Kinos bundesweit. Mit eurer Hilfe schaffen wir das in kürzester Zeit. Also wir wollen mit den Charakteren überzeugen und mit der Geschichte. Das heißt also nicht mit Special-Effekten oder irgendwelche 3D-Geschichten. Wilden Explosionen, also bitte lasst das Rathaus stehen. Es geht da um die Pfiffigkeit der Geschichte. Ein Syndikat, eine gute Geschichte lebt davon, dass irgendwelche Sachen aufgedeckt werden, dass man irgendwelche alten Wege, alte Pfade findet, irgendwer hat was hinterlassen. Es wird also viele Sachen geben, die mit Sicherheit auch dann recherchierbar sind, weil wir uns mit einer wahren Person beschäftigen. So sieht's aus. Wir beschäftigen uns mit einer wahren Person. Solltet ihr erst später oder in einiger Zeit dazukommen oder dieses Video sehen, wie auch immer, auf der Webseite syndikat.ccc-tv.de könnt ihr auch alles in Kurzform nachlesen. Wir schreiben euch die Executive Summary, also die Zusammenfassung des Drehbuchs, während ihr uns die Story abliefert. Das heißt also, der Seiteneinstieg
für Neulinge kein Problem. Ihr habt die Charaktere stehen, ihr habt die Storys stehen. Also ihr könnt das schnell alles überblicken und dann euch sofort ins Zeug legen mit dem Schreiben. Wenn wir merken, ihr geht mit der Geschichte in irgendeine Richtung hin, dann werden wir zwischendurch auch nochmal dann Charaktere, feste Charaktere mit unter den Charakteren dann einbauen, damit ihr das dann auch sehen könnt. Auf der Website gibt's alles. Alle, die schreiben, bekommen die Möglichkeit natürlich auch im Film mitzuspielen. Ja, man kann ja auch eine Nebenrolle oder irgendwas auf sich selbst münzen. Ja, das ist eine Wasserleiche. Eine Wasserleiche. Einer, der mit dem Bus fährt. Ja. Einer, der irgendwie, was weiß ich, wo steht. Und Extras brauchen wir sowieso. Ne? Extras sind auf Deutsch die Statisten. Genau. Es wird Zeit, dass wir anfangen zu schreiben, wenn das richtig rocken soll. Also Leute, es ist ernst gemeint. Wir produzieren den Film. Wir wollen in die deutschen Kinos. Es wird eine professionelle Produktion, das ist kein Spaß, also ihr sollt viel Spaß haben. Schreibt euch, lasst euren Fantasien freien Lauf, gebt alles, ja, schreibt, was ihr könnt. Und ja, wir sorgen in der Zwischenzeit fürs Budget und dann würde ich sagen, Action. Rocken wir die Hütte und bitte.